Und andererseits bei 20 Years on MTV. Herrschaften, die dritte Staffel und da die vierte Folge, das Jahr 1984. Was ist passiert in dem Jahr, werdet ihr fragen? Eine Sache startete 84, da sind die Einflüsse bis heute zu merken. Hätte es das nicht gegeben, dann wäre Fernsehen wahrscheinlich nur noch erstes, zweites, drittes oder immer noch. Das erste Kabelfernsehprojekt wurde dann nämlich in Ludwigshafen gestartet. Sportlich 84 die Olympischen Sommerspiele, erinnert euch? Alle Ostblockstaaten außer Rumänien haben diese Sommerspiele boykottiert in L.A. Das war eigentlich so zu verstehen als Reaktion auf 1980 in Moskau. Gab es ja auch einen Boykott. Offiziell hieß es ja in beiden Fällen, die Sicherheit wäre nicht gewährleistet. Dazu passend die legendäre Mikrofonprobe Ronald Reagans. Die Bombardierung Russlands beginnt in 5 Minuten. Ein Riesendepp, der Typ. Wahnsinn. Ansonsten, der VfB Stuttgart wurde 1984 deutscher Meister. Daran kann ich mich noch erinnern. War ein schwarzer Tag für mich. Nein. 84, was habe ich da gemacht? Richtig. Da gab es immer ein paar aufs Maul in der Dorfdisse. Dazu später, weil vorher war ich in der Stadt. Da wurde ich reingefahren von meinem Papa. Und dann fuhr ja nachts kein Bus mehr zurück aus Ingolstadt nach Manching. Was dazu führte, dass ich meinen Papa oft mal im Schlafanzug und nur ein Parker drüber aus der Disse abgeholt hat. Und einmal kam er so in die Alkoholkontrolle. Und ich wäre gern dabei gewesen, als er den Bullen erklärt hat, Entschuldigung, ist mein Jersey-Schlafanzug, ist eigentlich frisch gewaschen, das ist mein Bundeswehrparker, das sind meine Hausschuhe und ich bin nicht besoffen. Ich hole nur meinen Sohn ab. Ich war leider nicht dabei. Musik gibt's jetzt und zwar vom Culture Club. Größter Hit, zumindest verkaufsmäßig. Ihr erster war ja Do You Really Want to Hurt Me? Und der kam ein Weilchen später raus. Ist toll. Karma Chameleon. Übrigens Boy George, wenn ihr ihn irgendwo seht, der verdient sich jetzt als DJ, spielt so ganz flockigen Vocal House. Kann man sich mal geben. Hier kommt Culture Club. Das war Madonna mit Borderline. Und die Nummer war drauf auf ihrem ersten Album, das einfach nur Madonna hieß, 83 erschien. Und da war ja auch Holiday drauf. Aber man glaubt es kaum, Holiday war nur so Top 40 in den USA. Und Borderline war der erste US Top 10 Hit für Madonna. So, jetzt gibt's eine kleine Pause und danach haben wir etliche andere Kracher aus den Untiefen unseres Archivs aus dem Jahre 84. Bis gleich. Das waren CC Top mit Legs und damit willkommen zurück zu 20 Years on MTV, Folge 4 der dritten Staffel im Jahr 84. Ja, CC Top, ne? 83, 84 war ihre große Zeit, da hatten sie einen Hit nach dem anderen und ich fand immer geil an dieser Band, das waren ja drei, ne? Dass Dusty Hill und Billy Gibbons Rauschebärte hatten, während Frank Beard, der Schlagzeuger, keinen hatte. Ob sie sich das überlegt haben, habe ich mich immer gefragt. Jetzt geht's weiter mit Queen. Da erschien ja zu dieser Zeit ein Album namens The Works. Nicht so toll aufgenommen von der Kritikerschar. Allerdings hatte er es mit I Want to Break Free und Radio Gaga zwei ganz veritable Hits drauf. Und letzterer kommt jetzt. Auch so ein klassisches One-Hit-Wonder, die Flying Pickets mit Only You, eine Coverversion des Yazoo-Hits. Jetzt geht's weiter mit Bananarama. Die gab es ja auch so seit Anfang der 80er Jahre und 84 erschien ihr zweites Album, das hieß einfach nur Bananarama. Und da war einer meiner Lieblings-80er-Songs für alle Zeiten drauf, nämlich Robert De Niro's Waiting. Aber das, was jetzt kommt, ist auch eine Riesennummer. Cruel Summer.